Ja, generell finde ich halt das Luchsvorkommen da bei uns in der Region als absolute Bereicherung. Also der passt daher einfach absolut Top-Habitat. Wir haben eines von den besten Habitaten da in den ganzen Alpen. Das Habitat erstreckt sich, das Top-Habitat erstreckt sich eigentlich von den Wienerwald bis zur Dauernautobahn in Salzburg. Wälder Ende nie, kann man sagen. Ohne Hindernisse, ohne Verkehrswege, ohne größere Siedlungen. Und gerade da im Nationalpark, dass das vielleicht das Herz ist, dass die Population wieder ausbreitet, das war eigentlich so meine Vision von dem ganzen Projekt.